Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021. Der Danny spielt das. Wir stehen hier in Köln-West mit unserer 218 und dem Kranzug. Ich habe ja im letzten Zug hier aufgehört. Ach, im letzten Zug sage ich schon. Im letzten Video hier aufgehört. Ihr könnt euch daran erinnern, wir sind von Bonn bis nach hierher gefahren und haben an unseren Kranzug angekuppelt. Und ja, nun werden wir diesen Zug zurück nach Bonn bringen, mitsamt unserem Kranzug hinten dran. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, vergewissern wir uns, dass wir fahren dürfen, dies ist der Fall. Und ja, Bremsen sind gelöst, dann können wir losfahren. Wunderschöner Kranzug, Netznotfalltechnik. Und da ist der Kran, wunderschön. Da haben sie sich echt was einfallen lassen, gefällt mir sehr. So, wollen wir die 40 mal nicht überschreiten. Warum da rot ist, ist mir schleierhaft. Anscheinend ein Bug. So, wir dürfen auf 60 beschleunigen, dann wollen wir das natürlich tun. Erste Station wird Karlscheuren, über die wir fahren müssen. Und ja, bis Bonn ist es dann noch ein Stück. Voll überfahren. Voll überfahren. Thank you.
Dann wollen wir mal eben zurücksetzen und hoffen, dass noch nicht schief gegangen ist. Von der Seite kommt nichts. Verstehe ich jetzt gerade. Das Rot nicht. Na, ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein Stück weiter. Das Einzige, was passieren kann, dass die Weiche falsch gestellt ist, aber das glaube ich nicht. Na, obwohl, da hinten kommt was. Oder meine ich das nur? Gut, dass ich noch gewartet habe. Der müsste unsere Strecke kreuzen. So. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal weiter.
So, ein bisschen beschleunigen. Wie die Signale alle auf Rot sind, wenn gar nichts kommt. Also ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall grün. Das ist sehr schön. Na, wir werden es nachher in der Bewertung sehen, wie viele rote Signale ich überfahren habe. So, Würtkalscheuen haben wir dann gleich erreicht. 4 Kilometer ungefähr noch. Kommt uns auch ein Zug entgegen. IC. Der 101. Wunderschön. Auch DTG-Fahrzeug.
wunderschön. So, dann dürfen wir gleich auch endlich auf 140 beschleunigen, weil mehr schafft er ja nicht. Oder schafft sie nicht. Schafft sie nicht. Einhalten. Wir wollen ja unseren Kranzug nicht umschmeißen. Ich habe übrigens versucht, die Lok auszutauschen gegen die 218 von Virtual Railroads. Bin ich aber leider kläglich gescheitert, weil bei RW Tools die Strecke Köln-Koblenz nicht angezeigt wird. Somit konnte ich die Lok leider nicht tauschen. Ich habe es wirklich versucht, aber keine Chance. Die Fahrdienstleitung an 99001, bitte kommen. 99001 hört. Der Koblenzer Regionalexpress ist nun vor dir und hält noch in Brühl. Der Kranzug kommt dann zunächst nach Bonn. Der Kranzug wird für den Weichen- und Brückenbau eingesetzt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 160 Tonnen. Der Notfallkran ist jedoch für Störungen und Einsätze im Eisenbahnbetriebsablauf gedacht. Um möglichst flexibel zu sein, gehören zum Kran noch ein Schlafwagen, in dem die Besatzung Aufenthaltsräume hat, sowie eine Schlaf- und Duschmöglichkeit. Ebenfalls gibt es noch den Werkstatt-, Energie- und Wohnwagen. Diese sind in Containern untergebracht und können flexibel ausgetauscht werden. Ein weiterer Zug, der ein ähnliches Containerkonzept nutzt, ist beispielsweise der Löschzug. Das Gegengewicht für den Kran wird auf einem eigenen Wagen transportiert. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges bei Schleppfahrt, also bei der Fahrt aus nicht eigenem Antrieb, beträgt 100 km/h. Wenn du gleich in Bonn bist, stellst du den Zug bitte ab und hast Feierabend. Den Einfahrt in den Güterbahnhof musst du beim Stellwerk über den Bordcomputer mit der Tastensteuerung Tab anmelden. Bis später. Alles klar, mache ich. Bis später. Ja, da ist dann auch unser Auftrag für gleich schon beschrieben worden. Wohin es geht, was wir gleich zu tun haben. Das ist übrigens der erste Teil von 3D-Zug, Kranzug. Insgesamt gibt es drei Teile. Und vielleicht habe ich gleich noch Zeit, den zweiten Teil hinterher zu schießen. Muss ich schauen. Ja. Aber noch haben wir gut 18 Kilometer bis Bonn. Und ja. Wenn der Zug dann da ordnungsgemäß abstellt, so wie es gewünscht ist, selbstverständlich. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Mega. Geil, Omar.
Hydrospeicher, Druckluftbehälter. Achtung, Anlage enthält Hydrospeicher, komplett verbunden. Instandhaltungsarbeiten muss die Anlage Druck entlassen. Ah ja, wunderbar, immer schön. Bei Eigenfahrt wollen Sie Kamera der Hilfsbereitung zugelassen. Vorsicht, empfindliche Unterschutzfolie. Interessant, interessant. Wahnsinn, also mega. Genau. Feuerlöscher, Nothammer. Einfach nur geil. Mega geil. Muss ich einfach so sagen. Aber es war mal ein netter Einblick in den, im Inneren vom Kran, beziehungsweise den Führerstand. Ah, da kommt eine schöne Hamsterbacke. Moin, Kollege. Wobei Moin, 18.42 Uhr man nicht mehr wirklich vom Moin sprechen kann. Aber die Leute aus dem hohen Norden verstehen mich. Da wird ja immer Moin gesagt. Egal welche Uhrzeit.
RTL aktuell kommt. Nur so ein kleiner Running Gag von mir. So, ich glaube, wir sollten uns dann gleich mal auf ein paar Geschwindigkeitsbegrenzungen befasst machen. Es ist noch 5,5 Kilometer bis zum Ziel. Ich glaube nicht, dass wir damit 140 ins Einfahrgleis bzw. ins Richtungsgleis einfahren werden dürfen, können, sollen. Deswegen jetzt höllisch auf die Signale aufpassen. Man merkt, mit dem Kran hinten dran dauert das Ganze doch ein bisschen länger. Der schiebt ordentlich. Ich glaube, der wird jetzt im Grunde 60 mindestens laufen, runterlaufen. Bis fast 60. Mal sagen, auf 60 können wir auf alle Fälle runter. So. Und werden dann gleich langsam das Richtungsgleis einlaufen. Ich kann Tab drücken, wie ich möchte, es passiert nichts. Das Signal ist rot. Die werden hier erstmal anhalten. Die ganze Lage erstmal peilen. Bevor wir da jetzt blind reinfahren. Würde ich jetzt mal einfach so vorschlagen. So, Tab passiert gar nichts, dann werden wir die Lage erstmal checken, ob da was im Weg ist, ob das Gleis besetzt ist oder. So, da stehen wir, da ist unser Gleis, das Ilane hier. So, hier. Scheint soweit nichts im Weg zu sein. So, wir sollen 7, also 7 ist hier. Muss ich mal eben schauen, ob die Weiche richtig gestellt ist. Die scheint der Fall zu sein. Dann könnten wir doch eigentlich auch los. Hier ist die 7, ja. Da kommen wir ja direkt drauf gefahren. Ja. Dann würde ich sagen, let's go for it. Da stehen wir. Sind wir das? Ja, das sind wir.
Dann speichern wir halt gerade mal eben ab, falls doch was schief geht. So, lösen die Bremse in guter Hoffnung. So. Und schauen mal, was auf uns zukommt. Ich weiß, rotes Signal, niemals überfahren, aber es passiert nichts. Kein Tab, kein nichts. So, 40 ist erlaubt. Höchstgeschwindigkeit. So, und müssten jetzt gleich nach rechts abgehen. Genau, wunderbar. Und weiterhin nach rechts. Wunderschön. So, ich würde sagen, das funktioniert ohne Probleme, was mich sehr erfreut. Schön, sehr, sehr schön. So, lass uns natürlich hier noch komplett ins Gleis fahren. Nicht, dass wir noch mit dem einen oder anderen Wagen außerhalb oder innerhalb einer Weiche stehen, das wäre natürlich fatal. So, ich würde sagen, können wir mal langsam die Bremse einschalten und uns hier langsam zum Stehen, damit wir hier langsam zum Stehen kommen. Mein Gott. So, es dürfte genügen. Motor aus. Hier die Fahrdienstleitung an 99.001, bitte kommen. 99.001 hört. Geschafft, gut gemacht. Bis morgen. Alles klar, bis morgen. Ja, damit endet dieser erste Teil. Erfolgreich, wie man da oben rechts sieht. Und ja, ich schau mal, ob ich den zweiten Teil noch hinterher schießen kann. Für jetzt war es das erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf und bleibt mir treu. Haltet die Ohren steif, bleibt sauber. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns eventuell nächste Woche wieder. Mache jetzt hier noch schnell Screenshot. So, ich wollte aber eigentlich das. Funktioniert leider nicht, warum auch immer. Na, dann halt so. Ich verabschiede mich für euch. Bleibt sauber, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann.
Ciao, ciao.